oder ist ein Hecht. Guckt euch den Barsch an, ein Riesentrümmer. Oh, guckt euch den Fisch an. Willkommen auf Anglerbot TV. Ich bin Dietmar Seyersch und mit diesen 5 Tipps zeige ich euch, wie ihr vom Ufer aus richtig große Barsche fängt. Nämlich der richtige Köder, richtiges Bleigewicht, richtiges Vorfangmaterial, richtige Routenführung und welche Route. Die Wetterbedingungen machen einem manchmal das Angeln ganz schön schwer. Denn vor allen Dingen jetzt in dieser Phase, der Winter ist fast vorbei, Frühjahr steht vor der Tür. Im März kann man richtig schöne Fische erleben, gerade die großen Barsche, auf die wir es abgesehen haben, halten sich häufig im Uferbereich auf. Aber naja, solche Tage, gerade im März, so nach Karneval, ihr wisst ja, oft werden Karnevalsumzüge abgesagt, weil einfach eine ganz, ganz wichtige Sache häufig einen Strich durch die Rechnung macht, das ist der Wind. Naja, und in diesem Fall auch hier, man bucht einen Angeltag, Kameraleute sind bereit, wir wollen loslegen und der Wind, der bläst und bläst und bläst. Sturmböen, damit muss man gewappnet sein, aber die Flinte in Korn schmeißen kommt für mich natürlich gar nicht ins Frage. Und deswegen haben wir uns entschlossen, trotzdem weiterzumachen und sind von Stelle zu Stelle gehüpft, geguckt, dass wir irgendwo eine gute Ecke gefunden haben, wo wir nicht ganz so viel Wind mitbekommen. Gerade der Wind von der Seite ist ganz extrem und da kommt die Köderführung an erster Stelle, dass man die vor allen Dingen richtig macht, dass der Wind nicht permanent in die Rute greift, sondern dass man den Gummifisch hervorragend präsentieren kann und vor allen Dingen den einen Biss, der dann kommt, dass man ihn auch wirklich pariert. Und hier seht ihr, wie ich die Rute bei solchen Bedingungen, wenn starker Wind herrscht, am allerbesten positioniere, wie ich den Köder auswerfe und vor allen Dingen, wie ich den Köder auf gekonnte Art und Weise trotz des Windes noch gut anbieten kann. Wir haben es mit viel Wind zu tun und deswegen fische ich anders als normal. Also ich jig nicht über die Rutenspitze, sondern ich mache das mit Drehen der Rolle. Normalerweise würde ich den so ranjiggen, aber permanent wird der Wind in meine Rute reinschlagen. Ich würde gar nicht wissen, habe ich jetzt Boden, habe ich einen Biss. Deswegen Rutenspitze unter Wasser, wie beim Fiederfischen auch. Alles geht zum Gewässerboden runter. Bleigewicht ist angekommen. Ich nehme die Rutenspitze ein paar Zentimeter von der Oberfläche hoch. Blei ist am Boden angekommen. Und jetzt 3-4 Umdrehungen mit der Rolle. Warten, bis die Schnur erschlafft. Zack, die Schnur erschlafft. 3-4 Umdrehungen mit der Rolle. Warten, bis die Schnur erschlafft. Und so weiter. Umdrehung mit der Rolle. Umdrehung mit der Rolle. Und warten, bis die Schnur erschlafft. Zack. Gerade dann, wenn die Schnur locker ist oder kurz bevor ihr eigentlich auf den Ruck wartet, dass also der Gewässerboden wieder berührt wird oder die Schnur erschlafft, kommt oft ein kurzer Zuck in die Schnur und das ist dann der Anbiss. Wenn ihr so fischt, kann ruhig der Wind von der Seite herkommen. Eure Rutenspitze wird euch nicht aus der Hand gerissen. Die Rute bleibt immer komplett gut in der Führung. Ihr könnt auch sofort anschlagen und bitte tut euch selbst einen Gefallen, wenn der Biss kommt, immer nach oben, in diese Richtung anschlagen. Nicht nach unten, sondern nach oben. Dadurch geht der Haken besser hoch. Rute, Rolle und Didi in Aktion habt ihr gerade gesehen und ihr fragt euch sicherlich, was mache ich hier? Ich bin bei Ed, meinem guten Kumpel von mir, in seiner Raucherkneipe, denn wir konnten draußen nicht mehr großartig was erklären, denn der Wind ist höllisch und wir hätten 4, 5 dieser Windmikros einbauen müssen, damit man überhaupt etwas verstanden hat und deswegen machen wir das hier. Kurz zum Thema Rute und Rolle. Rute ganz, ganz besonders wichtig, dass ihr eine lange Rute fischt. Ich habe damit einer 2,70 Meter Rute gefischt, um möglichst viel Wurfweite zu schaffen, weil oft stehen die Fische weiter draußen, als einem lieb ist. Und die Rolle sollte natürlich auch genügend Schnurfassungsvermögen haben. In diesem Falle fische ich ein 25er Modell, da passt ordentlich was drauf. Gerade so eine dünne geflochtene von 0,08, da passt einiges drauf und da kann ich richtig weit mitschmeißen, denn darauf kommt es an. Apropos Smoke, das ist Eds Raucherzimmer und das ist wirklich mega smoky. Und apropos Smoky, das ist die neue Smoke, die S3. Und die hat wieder dieses clevere Ding am Ende. Und was ist das? Im Griff eingebaute Gewichte. Denn diese einzelnen Scheiben könnt ihr entsprechend arretieren. Entweder eine weg oder zwei weg oder wieder drauf. Festschrauben und auf diese Art und Weise passt eure Smoke zu jeder Rolle, die ihr gerne fischt, denn auf diese Weise bleibt eure Rute immer geil im Balance und da könnt ihr schön ermüdungsfrei fischen und ihr seid vorbereitet auf jeden Moment, der kommt und der kommt. Nach langem Hin und Her und vielen Suchen, bis wir eine windgeschütztere Stelle gefunden haben, endlich dann der lang ersehnte Anbiss. Nicht die Flinte ins Korn schmeißen, hat sich mal wieder bewährt.
quasi auf dem letzten Drücker noch ein richtig geiler Einstieg und die Rute ist echt geil krumm. Hoffentlich ist das kein Hecht, sondern wirklich eines dieser dicken Barschmonster. Wir wollten noch ein bisschen die Abendstunden genießen, der Georg und ich, um für euch Boardies was Geiles zu zeigen. Und ich denke mal, das ist ein schöner Barsch, der sich hier auf den kleinen Kuhpaddler vergriffen hat. Schön an der Steinpackung entlang, aber wir schauen mal. Guckt euch den Barsch an, ein Riesentrümmer. Oh, guckt euch den Fisch an. Also ich habe euch einen großen Fisch versprochen. Das ist ein Megabarsch. Ein Megabarsch. Guckt euch das Ding an. Oh. Geil. Das ist ein Megatrümmer. Hammerfisch. Weit über 50, das wollen wir. Guckt euch den Fisch an. Und da drin, oh, da ist er, der 8er Kuhpaddler mit dem Castjig in 10 Gramm. Wir haben schön viel Rückenwind, also das passt perfekt. Und das war der Übeltäter, der neue 8 cm lange Kuhpaddler mit der Kombination eines Castjigs in 10 Gramm. Der Castjig hat den Vorteil, dass er diese 50 Grad Öse vorne hat. Somit kann man ihn wunderbar, gerade mit der Faulenzer-Technik, einjiggen. Boah, was eine fette Murmel. Ein Riesenbarsch, so dick wie ein Satzkarpfen. Jetzt muss man natürlich noch wissen, wie groß ist dieser Öschek. Und naja, leider habe ich nichts zum Messen dabei. Aber ich bediene mich einer sehr angemessenen Art und Weise, nämlich des Nachmessen anhand der Rute. Und der Barsch ist so groß, dass er wahrscheinlich doch größer ist als das Handteil meiner Rute. Ich lege ihn mal hier an und ja, die Smoke hat eine Grifflänge von 54 cm und der geht sogar noch ein Stückchen drüber. Ich weiß, es ist keine offizielle, richtige Maßeinheit, aber für mich ist es klar, es ist mein PB. Vom Ufer aus gefangen, ein Fisch zwischen 54 und 55 cm, ein Wahnsinnsteil. Und wie in Holland üblich, der geht zurück, der schwimmt wieder. Das sind die Castjigs, so werden sie verpackt, so findet ihr sie nachher lose im Angelfachgeschäft. Wichtig ist, dass da die 50 Grad draufstehen und ein VMC, die machen uns nämlich diesen speziellen Haken nur für uns in dieser 50 Grad abgeschrägten Haltung. Und was da so cooles dran ist, habe ich mal hier vorbereitet, denn in meiner rechten Hand seht ihr einen herkömmlichen 90 Grad Jig, der hier zum Vertikalangeln perfekt geeignet ist. Klar, damit fischen wir alle schon seit Jahren vom Ufer aus. Aber viel besser, gerade wenn man Faulenzer fischt, wäre es, wenn man einen Haken hat, der so ist, nämlich mit einem 50 Grad. Dieses steigt rein physikalisch viel, viel schneller vom Boden hoch, hat eine viel, viel bessere Absinkphase, Aufstiegsphase, die ist deutlich schneller, Absinkphase in einer richtig ruhigen, sanften Schwebeflug. Und was ganz so viel wichtiger ist, ich habe viel, viel weniger Hänger auf diese Art und Weise, weil mein Gummifisch anders auf den Gewässerboden zwischen den Steinen auftrifft, als mit solch einem hier, der sich eigentlich fürs Vertikalangeln oder Eisfischen eignet. Klares Wasser, vorsichtige Fische. Was muss dran? Fluorocarbon. Da fische ich nicht irgendein Fluorocarbon, sondern ich fische Fluorocarbon, was nicht pre-stretched ist. Was heißt pre-stretched? Dieses Fluorocarbon ist nicht vorgespannt. Häufig kriegt ihr Fluorocarbon
gerade auch wichtig, dass es Fluorcarbon aus dem japanischen Markt ist. Das ist sehr, sehr hochwertig von der Qualität her. Das benutzen wir hier auch. Allerdings ist es nicht pre-stretched. Und pre-stretched ist, wenn die Maschine das unter Druck und unter ganz viel Spannung auf die Spule drauf spult. Und ich habe das Gefühl, wenn so eine Spule schon mehrere Wochen und Monate im Angelfachgeschäft ist, dass eben so eine pre-stretched gezogene Fluorcarbon-Schnur ihre Tragkraft einbüßt. Und deswegen nehme ich eine Fluorcarbon-Schnur, die eben nicht pre-stretched ist, und mache dann vorher, bevor ich alles dann anknote, direkt am Wasser, ziehe ich die Schnur ein paar Mal durch meine Finger und mache sie dann schön weich und geschmeidig. Und hier eine Handvoll der absolut tödlichsten Großbarschfarben für klares Wasser. 8 cm Kupadla in den fängigsten Farben. Einmal hier, damit habe ich den großen Barsch gefangen. Olive Green. Lieblingsfarbe, die kennen wir alle, das ist Appleseed. Dann ein modifiziertes Appleseed mit etwas geilem violetten Glitter unten drin, besonders dann, wenn viel Sonnenlicht da ist, das ist die Camouflage-Farbe. Dann Sandgobi, fängt immer große Fische überall, wo Grundeln und Kaulbarsche da sind. Wakasaki sieht aus wie Sandgobi, ist aber kein Sandgobi. Haltet mal die UV-Lampe dran und ihr werdet einen hellen, großen Unterschied feststellen. Das ist eine coole Geschichte, wenn das Wasser ein bisschen leicht angetrübt wird, weil es regnet ist oder man hat bewölkten Himmel. Dann der Brown Shad, absoluter Knaller. Gerade wenn die Barsche ein bisschen mehr Reizung vom Hinterteil haben wollen mit dem kleinen, chartreuse-gelben Schwänzchen. Und last but not least der Spicy Olive mit seinem richtig leckeren orangen Hinterteil. Große Barsche sterben dafür. Ein windiger Tag mit einem spektakulären PB für mich geht zu Ende. Ich habe mich gefreut, euch bei Anglerbau TV diese tollen Sachen vorzustellen. Wir sehen uns garantiert bald wieder. Ihr wisst ja, Daumen hoch, Likes und all das ganze Trobabo. Ich ziehe mir jetzt die Kappe auf, denn es wedet noch weiter draußen. Es regnet wie Sau. Bis dann. Tschüss, euer Didi.